Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge SpongeBob Schlacht um Bikini Bottom. Wir haben hier das letzte Mal aufgehört und wollten gerade mit Patrick diesen Parcours absolvieren. Ich sag mal so, wir sind durch ein bisschen Stress in der letzten Folge gegangen. Das ist nicht allzu schlimm, aber hey. Heute wird eine bessere, denke ich. Müssen wir eigentlich nur hier runterlaufen. Das, hier waren wir halt das letzte Mal nicht wirklich. Ist aber schon mal ein Checkpoint, das ist schon mal wunderschön. Okay, also wir müssen mindestens... wie viele Funwender bekommen? 9 Funwender in diesem Level. In Klammern 8, weil... Oder 7 oder 8, weil der Rest kann man sich, denke ich mal, auch noch kaufen danach. Aber, naja, wir werden es ja dann sehen, ne? Wir werden es dann ja sehen. Okay. Wir können hier hoch, hier hoch, hier hoch. Und da müssen wir die Melone hinbekommen? Wie denn das? Hä, wie sollen wir denn da eine Melone hinbekommen, bitte? Und es geht wieder los. Es geht wieder los mit den... Dings. Ah, wir können damit springen! Oh. Das habe ich vorhin blatt verpeilt an dem Punkt. Okay, und hier kommen wir nur zurück. Okay, okay, okay. Das habe ich ja komplett verpeilt, dass man damit springen kann. Und ich war so, wie soll ich denn da hinkommen? Wollt ihr mich verarschen? Aber nee, tatsächlich. Man kommt da ja hin. Man kommt da ja tatsächlich hin. Das wusste ich gar nicht mehr. Okay, diesmal springen wir nicht hier rüber, sondern... Oh, wir können die da rüberwerfen? Das macht mir das Leben ein bisschen leichter. Die spawnt gleich, aber schaffen wir noch? Nicht! Wir schaffen es nicht, meine ich. Oh Gott. Das war ziemlich lächerlich. Tja, schade auch, ne? Aber gut. Da hat Patrick sich mal ein bisschen verworfen an dem Punkt. So. Komm, Patrick, beeil dich. Wir haben nicht allzu viel Zeit. Jetzt hier rüberwerfen? Warum auch immer man das... Von der Range her, warum das auch immer passt von der Range jetzt auf einmal. Hat davor auch nicht gepasst, aber okay. So, jetzt geht's hier rüber. Ja, stirb. Und das ist das Nächste. Das ist das Nächste. Der nächste Camper. Natürlich nicht Schüler. Es ist natürlich ein Camper. Wer kennt's nicht? Oh, das ist Niederlander, ne? Den sollten wir uns eigentlich auch noch holen. Ja, mehr gibt's ja eh nicht. Schaffen wir den Sprung? Nein, schaffen wir nicht. Anscheinend schaffen wir den wohl nicht. Na gut, was soll's. Ich würde sagen, da hinten geht's jetzt weiter. Wir haben soweit alles gefunden in dem Bereich. Also in Klammern alles, was ich jetzt gesehen habe, was wir finden konnten. Und wir gehen jetzt einfach mal weiter. Zu dem was? Was stand da? Zu dem was? Seetamsumpf oder so? I guess. Okay. Oh, ich sehe da jetzt schon einen goldenen Funwender. Da bin ich sehr froh drüber. Wie viele müssen wir noch sammeln? 3. Die kriegen wir hier safe zusammen, oder? Jungs, Jungs! Jungs, aua! Okay, jetzt haben wir auch mal gesehen, was die Teile wirklich anrichten können. Och, das ist ein riesiges Gebiet. Das ist for real ein riesiges Gebiet. Okay, bin aber gespannt. Hi, Mr. Krabs! Was machen Sie denn hier? Ahoi, Patrick! Ich versuche, 3 Steintickis auf diesen Sockel zurückzustellen, damit ich über diese Brücke zur Seetanghöhle komme. Da drin könnten Kunden sein. Ich habe 3 Tickies in dieser Gegend gesehen. Aber mein altes Hirn hat keine Idee, wie ich sie hierher bringen könnte. Darf ich es probieren? Klar, warum nicht? Unterhaltung ist immer gut. Sollte es klappen, gibt es da oben einen goldenen Pfannenwender für dich. Ach du liebe Güte, Mr. Krabs. Ich schaue, was ich tun kann. Okay, jetzt habe ich leider nicht ganz gesehen, wo die Tickies überall waren, aber okay. So. Okay, der erste ist drin. Der erste ist soweit doch drin. Oh, warte. Ach so, okay. Ja, okay, nee, das bringt mir ja nichts. Dann, wo ist denn der nächste? Wir gucken mal. Hier wahrscheinlich runter, ne? Gott, Gott. Da ist schon ein Parcours. Das ist schon ziemlich cool. Wenn es auch klappt. Was es tut tatsächlich. Nice. Da ist auf jeden Fall so eine Muschel. Aber ich habe wirklich keine gute Erfahrung mehr mit Muscheln, ne? Wenn das da jetzt nichts Cooles raus... Wenn da nichts Cooles rauskommen sollte. Dann weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Bin ich ganz ehrlich. So, werfen wir mal eine Melone auf den. Kein Problem. Oh, da ist noch ein Camper, ne? Nice, let's go. Noch einen gefunden. Richtig ja, komm, wir machen's.
Diesmal macht es ja auch tatsächlich einen Weg offen. Das ist ja schon mal ein Unterschied dann. Okay. Und da ist schon mal so ein, so ein Teil hier, so ein, zum Runter Bungee-Jumping machen. Mal sehen, was sich dort befindet. Ich hoffe, das hat sich ausgelohnt, ne? Sonst, weiß ich nicht. Das war jetzt auch wieder im Preis von einem halben goldenen Funwender. Also will ich wenigstens etwas in die Richtung erwarten. Komm. So. Ja, komm. Der hat seinen Hund gerade einfach in den Tod geschickt. Kein guter Besitzer. Kein guter Besitzer ist das. Einfach verfolgen. Der Arme. Ja, was heißt der Arme? Der wollte mich umbringen. Nichts mit Arme. Okay, aber da können wir doch nicht als Patrick ran, oder? Da kommen wir nicht als Patrick ran. Nee. Aber als ob da unten nur Money ist. Nein, echt jetzt? Ist da nur Money? Also was heißt nur, ne? Aber das wäre dann doch schon ein bisschen enttäuschend. Wir gucken mal. Müssen da eh nochmal lang. Boah, sieht das immer knapp aus. Ich kriege immer richtig Schiss. Nimm das, alter Mann. Komm her, alter Mann. Hopp. So. Ich nenne ihn jetzt nur noch alter Mann. Ihr müsst euch damit jetzt abfinden, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Okay. Wir gehen mal hier weiter. Achso, okay. Ist wirklich nur Geld dort unten. Oh, das hat sich nicht gelohnt, oder? Das bringt ja nicht mal das Geld wieder ein, was wir ausgegeben haben. Diese Muscheln sind echt unnütz eigentlich. Aber wir haben schon mal Dings. Wir haben schon mal noch einen Steintiki gefunden. Das ist schon mal super. Ah, warte. Okay, krass, dass er davon nicht kaputt gegangen ist, aber okay. I guess, das geht wohl. So, den nächsten haben wir auch. Das große Tiki-Rätsel. So, warte mal, jetzt wechseln wir nochmal zu SpongeBob. Und gehen den Weg da nochmal lang. Und dann, gucken wir mal. Wow, 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 wow. Ha, er bekommt mich hinten gar nicht. Was ein Loser. Imagine so ein Loser sein. Ich hab nichts gesagt. Karma kam da gerade ganz schnell wieder. Karma war da jetzt eh schon auf dem Weg. Ey. Wie kommen wir da hoch? Ach, einfach so. Okay, das war dann doch leichter als gedacht. So. Den können wir in dem Sinne einfach umgehen. Und dann gehen wir da mal noch als SpongeBob hoch. Das ist doch eine super Idee. Der gute Spongy-Bobble. Spongy-Bobbeloni. Kommen wir da hin? Da kommen wir auch hin, ne? Tatsächlich. Okay, was gibt es hier denn noch so? Nichts, oder was? Okay, anscheinend. Obwohl, warte. Obwohl. Hä, hier gab es ja wirklich nicht krass was. Weiß nicht. Hä, was soll man denn hier tun? Hier kommt man nicht mal lang. Das ist... Ich glaube, SpongeBob schafft den Sprung nicht mal. Wohl, doch, schafft er. Okay, nice. Jetzt sind wir hier. Wow, das hat uns ja richtig viel gebracht, Mensch. So, und jetzt hängen wir uns hier ran. Und wenn mir das nicht genug Geld bringt, ne? Das bringt ja fast gar nichts. Ey, das hat sich gar nicht gelohnt, ne? Obwohl, wir mussten es, glaube ich, auch rausgeben, oder? Wären wir sonst hier überhaupt hingekommen? Trotzdem, Geld verschwenden. Jetzt bin ich auch mal der Geizhals hier. Warte, wir müssen hier gar nicht lang, ne? Ist in die Richtung. Upsi. Komplett verpeilt. Ach, naja. Weiß nicht, ob sich das so toll gelohnt hat, aber... Da unten ist noch ein goldener Funwender, ne? Den sollten wir definitiv auch noch holen. Also tun wir das jetzt. Wir tun das einfach jetzt. Mal sehen, ob wir den bekommen irgendwie.
Oder wird es überhaupt so lang? Nee, ich muss nochmal außen rumgehen jetzt. Oh Gott. Ja, ich mach das kurz und dann sehen wir uns. Okay, ich bin jetzt hier an der Stelle. Und mal sehen, ob wir das irgendwie bekommen. Das gute Stück. Frage ist, was müssen wir tun dafür, ne? Hä? Können wir überhaupt was dafür tun? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Teil... Ich weiß nicht, wie soll man das bekommen? Raufspringen? Nee. Ich gehe nochmal in die Richtung. Vielleicht auch in die Richtung halt. Ich denke aber nicht, ne? Nee. Safe nicht. Komisch, ne? Sehr, sehr komisch. Okay, was zeigt mir das jetzt? Da muss ich hin. Das habe ich mir gar nicht gemerkt jetzt. Okay. Komm ich hier überhaupt hoch? Okay, genau. Zeig mir das nochmal. Weiß gar nicht, wo das ist. Doch, jetzt weiß ich, wo es ist. Okay. Okay, nein. Ich verstehe es. Okay. Wir müssen anscheinend nochmal sterben dafür. Ja, wir haben es verstanden jetzt. Wir sterben mal nochmal dafür. Damit bin ich einverstanden tatsächlich. Und dann... Oh, wir spawnen hier. Okay, dann gehen wir den Weg lang. Ist auch okay. Ist, denke ich, auch okay. So. Einmal hier rüber. Aua. Ayo, Zukunftslan hier. Mein Game ist gestern gecrashed, deswegen mache ich es heute weiter. Ich habe absolut keine Ahnung, OBS ist auch gecrashed, aber ihr seht ja den vorderen Part, deswegen muss ich jetzt nochmal ein Stück aufnehmen, damit es eine ganze Folge wird. Und ich werde die ganze Zeit sterben jetzt, weil ich habe meinen Controller nicht angeschlossen. Weil gestern ist das Game vielleicht deswegen gecrashed oder generell mein PC ein bisschen abgeschmiert, weil das Kabel vom Controller rausgerutscht ist oder so. Ich weiß es echt nicht. Ich meine, ihr seht es. Weil ich meine, ich bin mit Tastatur echt nicht gut, okay? Also, ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Es war eigentlich gestern, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich weiß schon jetzt nicht mehr, wo wir waren. So, jetzt aber. Jetzt komme ich hier langsam rein. Der Gamer-Mode wird aktiviert. Woher der Todesmode? Okay, ich glaube, ich gehe da kurz rüber und dann sehen wir uns. Ich weiß for real nicht, wie das manche Leute mit Tastatur spielen können. Das ist echt... Die Steuerung ist komplett... Also, komplett scheiße auf dem PC mit Tastatur. Aber das ist ja mit vielen Spielen so, ne? Vor allem gerade mit so Jump-and-Run-Dingern, das ist eigentlich immer ziemlich ungenau mit der Tastatur, habe ich dieses Gefühl bekommen. Obwohl ich eigentlich ein Mensch bin, der sehr gerne auf Tastatur spielt. Das denken ja vielleicht auch nicht viele, ne? Oh, die Teile sind wieder... Oh, warte mal, wir müssen die Teile auf jeden Fall alle wieder dort reinfügen. Machen wir mal kurz. So, nein, ich will nicht den Roboter da unten treffen. Ich will das Teil. Genau. So, und jetzt wollten wir noch irgendwo lang, I guess. Na, wir gehen mal den originalen Weg einfach. Ich meine, vielleicht kann man noch irgendein Extra irgendwo holen. I guess. Aber komm, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Brauchen wir hier für Spongebob vielleicht? Weiß ich gar nicht. Okay, geht's auf jeden Fall weiter, muss man sagen. So. Okay. Einmal hier rüber. Kicken wir den Typen weg. Oh, als... Ich habe übrigens eine Errungenschaft bekommen, Star Smasher. Aber als ob dieses Teil sich einfach komplett nicht aktiviert hat. Voll ungewohnt. Sonst explodieren die Teile ja gefühlt, wenn man auch nur kurz rankommt. Oh shit, da hätte ich eigentlich einen Buddy Slam drauf machen müssen, ne? Das wäre cool gewesen. Shit. Naja, gut. Coolness beiseite. Wir müssen hier auch langsam mal durchkommen, ne? So. Kommen wir da überhaupt drüber? Haben wir genug Range? Ja, tatsächlich. Oh, hier ist ja der Schalter, ne? Kommen wir da so rüber? Tatsächlich. Okay, cool. Was aktiviert das jetzt, ist aber die Frage. Hallo? Patrick! Dankeschön. Okay, das Teil sollte da hinten jetzt frei sein, ne? Genau. Okay. Easy Geschenk der goldenen Pfannenwende anscheinend. Oh mein Gott, was? Wir müssen da so schnell hinkommen? Okay, wir machen das einfach nochmal und ich bereite mich diesmal drauf vor. Okay, ich bin jetzt bereit. Ich bin jetzt bereit. Und wir nehmen uns direkt den Eisklumpen. Smashen den. Wow, nein, doch nicht. Ich war schon wieder verkackt.
Okay, diesmal schaffen wir das. Ich bin mir da ziemlich sicher. So, wir nehmen uns direkt den Eisklumpen und werfen den diesmal nicht gegen eine Liane, so wie es sich gehört. Und dann rennen wir direkt drüber. Ich denke, das ist der richtige Weg, oder? Sollte es zumindest sein. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, wir sind gleich da. Obwohl, na doch, wir sind gleich da. Perfekt. Okay, schon mal noch einen neuen goldenen Pfannenwender. Damit gebe ich mich zufrieden. Das ist ziemlich cool. 52 inzwischen. Okay, wir brauchen noch 8 Stück für das neue Level. Interessant, interessant. Können wir nochmal zurücklaufen jetzt, oder? Wie sieht das aus? Ist das so ein bisschen Shortcut-mäßig? Maybe. Vielleicht aber auch nicht. Ich würde echt gerne in so ein... Also eigentlich hat jedes gute Spiel gefühlt. So ein Dings. Ein Wasserfall halt, wohinter man gehen kann. Oh, das wird knapp. Aber dieses Spiel hat das bisher noch nicht geboten, okay? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe wirklich mehr erwartet. Nein, nein, nein. Spaß. Das Spiel ist ganz gut, bis auf das es einmal gecrashed ist jetzt. Aber das ist auch nicht so schlimm. Übrigens, stimmt, ich habe heute ja gar keine Kopfhörer auf. Mir ist das jetzt wirklich erst aufgefallen, dass ich heute keine Kopfhörer auf habe. Okay, Leute, könnt ihr euch noch an den Teil erinnern, den ich ungefähr vor 20 Sekunden gesagt habe, mit dem, das Game ist bisher nur einmal gecrashed? Naja, es ist eben gerade nochmal gecrashed, jetzt habe ich das Spiel neu installiert und ich hoffe, es geht jetzt, okay? Ich hoffe, es geht jetzt. Wir haben hier auf jeden Fall nochmal einen Camper gefunden gerade. Den hat er einfach random einfach selber gezählt. Und jetzt bin ich ja gespannt. Ich musste jetzt schon 3 Parts inzwischen aufnehmen, nur für ein Video. Das ist, oh, das ist vielleicht ein Stress, aber okay. Den Stress gehe ich für euch durch, okay? Den Stress gehe ich für euch durch, wirklich. So, aber wo ist denn jetzt dieses Tiki-Teil, was wir mitnehmen sollen? Sollte das hier nicht irgendwo sein? Das ist es nicht. Ach, da oben ist das. Okay. Übrigens, falls ich mich ein bisschen komisch anhöre, irgendwie komisch spreche, ich habe gerade mein Kopfhörerteil nicht drin und ich höre mich sonst immer selber beim Reden und das ist ein bisschen ungewohnt dann. Okay, warte, können wir das Teil in den Karton reinmachen? Können wir mit dem Teil im Karton mit drin springen oder so? Warte mal, drücken Sie diesen Schalter um den... Nein, 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 ich will den nicht ersetzen. Hart wie ein Fels. So sieht's aus. Okay. Sollen wir da rüberspringen? Nein, anscheinend nicht. Okay, ich hab's verstanden. Okay. Ist das alles? Wir gehen nochmal hin. Ja, es gäbe noch ein Eis. Ein Eis? Patrick. Es gibt kein Eis. Nicht für dich. Okay, warte mal. Wir killen den erstmal. So. Hopp. Einmal hierauf. Junge! Ah, Mann. Ich glaube, man muss aber auf das untere Blatt springen, um dann nach oben zu kommen. Aber wir gucken einfach mal. Okay, ich habe das gerade mit dem Blatt ausprobiert. Es hat nicht funktioniert. Aber können wir das vielleicht von hier drüben rüberwerfen? Nein, das auf jeden Fall nicht. Okay, dann ist es das schon mal nicht. Gut zu wissen. Dann, ich hoffe... Oh Gott. Patrick, geh doch noch weg! Gut, das hat sich erledigt mit dem Tiki. Wir holen uns noch einen. Komm schon, Patrick. Dankeschön. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir da ganz gut langkommen diesmal. Ja, lass mich in Ruhe, komm. Lass mich in Ruhe, bitte. Ich bitte dich. Aber hier kommen wir da auch nicht rüber. Wie soll das denn gehen? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht ganz. Ha. Wir machen den Typen erstmal fertig, weil der fuckt massiv ab, okay. So. Holen wir uns noch einen. Und... wir kommen da auch nicht so rüber, ne? Nee. Und hier aktiviert sich halt die ganze Zeit die Cutscene, was ich nicht verstehe. Also... Es ist halt einfach ein... Weiß ich nicht. Oh, da müssen wir mit dem Eis rüber. Das könnte eine Lösung sein, oder? Dass wir da ein Eis anwenden müssen? Ich weiß es nicht. Das könnte sein, ne? Soll ich es probieren? Ich muss mich nochmal kurz umbringen und dann probieren wir das einfach mal. Let's go. Okay, ich wollte das gerade ausprobieren und dann ist mir aufgefallen, man kann ja auch das Eisteil hier einfach nicht rumwerfen. Also wir sind hier gerade irgendwie ein bisschen gefangen an dem Punkt. Also ich weiß nicht, wo ich das Teil hinbringen soll. Ha. Ich weiß es echt nicht. Ist eine gute Frage, okay? Ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Können wir auch so drauf werfen? Nee. Aber ich würde auf jeden Fall sagen,
wir probieren das mal in der nächsten Folge aus. Ich bin schon durch genug Stress gegangen gestern und heute, um diese Folge hier zu machen. Ich hoffe natürlich, ihr seid trotzdem zufrieden mit der Folge. Auch wenn jetzt ein paar Cuts drin waren, in dem Sinne von, dass ich immer mal wieder gewechselt bin. Aber dafür kann ich ja nicht viel, wenn das Game gecrashed ist. Aber es sieht so weit aus, als wenn es wieder funktioniert nach der Installation. Also sollten da keine Probleme mehr auftauchen. Wir werden hier weitermachen beim nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da, habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich meine natürlich wunderschönen, schwammigen Tag. Bye, bye!